Hast du gut geschlafen? Was? Jetzt, da du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Ich habe gar nicht ausgeschlafen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Können wir mal wieder saven. Wie ist es eigentlich um unsere Items bestellt? Super. Ich würde gerne noch eine Schneepuppe kaufen. Ich mag diese Schneepuppe irgendwie sehr gerne. Ja, ich denke, es ist halbwegs klar, was für diesen Part ansteht. Wir werden uns um Kenzie Cooper kümmern. Und darauf das sechste Kapitel öffnen. Aber ich guck mal, dass ich erst im nächsten Part das sechste Kapitel betrete. Ich weiß nicht, jetzt wo gerade Weihnachtszeit ist und so, da macht diese Schneepuppe auch eine schöne Stimmung. Oh, hier ist ausverkauft. Nein. Hatte ich eigentlich auch mal einen Donner gekauft? Habe ich jetzt so viel abgelegt, was ich dachte, ich brauche sie mehr? Nicht kaufen. Nicht lagern! Mitnehmen, ja, geschafft. Oh, das soll ich hören. Oder habe ich ihn doch noch bei mir, den Donnerzorn? Nö. Seltsam. Du! Du. Gut, dann müssen wir den Kampf ohne Schneepuppe angehen. Nützt alles nichts. Meine Schneepuppe. Ist es normal, dass der Schnuller von Watt so aufgeregt hoch und runter wippt? So gesaved haben wir ja schon. Wen können wir mal nehmen? Bombette oder Bu? Ich glaube, Bombette ist angebracht dabei. Gegner mit harter Schale. Aber wir saven am besten nochmal. Man kann ja nie wissen. Wir haben ja eben... Naja, eben. Für mich ist es eben mehr oder weniger. Aber für euch nicht wirklich. Der Super Blooper man erinnert sich. Du. So, wo ist denn das Bösch? Hey, du meine Mütze, warte. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Cooper, bitte merke ihn dir, okay? Wenn du diese Straße benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht, du passierst nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Hey, nicht zahlen. Dann darfst du nicht vorbei. Pech gehabt, verzieh dich. Hey. Oh, du hast also deine Meinung geändert und willst zahlen? Kämpfen. Du willst kämpfen? Du musst verrückt sein. Sieh mich doch an. Ich seife dich ein. Denn, um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Ich versuch's einfach, der wird bestimmt zu sein wie der Anti-Guy. Nun, dann habe ich keine Wahl, aber ich habe dich gewarnt. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Ich will ihn auch gar nicht scannen. Das traue ich nicht. Jo. Glück. Zum Glück habe ich Herzlein angelegt. Der braucht eine eigene Mega-Explosion. Oh, 7 Schaden ist jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, was das für ein fetter Klops ist. Er greift trotzdem noch an. Naja, allzu viel Schaden macht er jetzt nicht. Mach ich lieber die hier. Ach Mensch. Bombett. Zehn. Ja. Ne? Das war ja nicht so gut. Das auch nicht.
Gut, jetzt sollte die Bombe eigentlich ein bisschen mehr reinhauen. Boah, auch noch 7. Also ist ja besser als diese Ultrabombe da. Ah, dem kann ich nicht ausweichen, diese Attacke. Ist ja nicht schlecht, einen Superpilz reinzupfeifen. Das könnte jetzt mal Bombett machen. Naja, wird nichts bringen. Nö, hab ich mir gedacht. Jetzt darf er nur nicht springen. 2 Schaden ist ja jetzt nicht die Welt. So, Bombett. Aber ich glaube, das wird auch nicht so viel bringen. Ah. Ach, dann bleibe ich bei der altbewährten Taktik. Er ist schon ein komischer Vogel, oder? Dieser Kenzie Cooper. Sieht nicht so aus, als würde er normal in die Mario-Welt passen. Wie viel KP hat er eigentlich noch? Für diese Attacke kann man sich auch gar nicht schützen. Und wieso macht die überhaupt so viel Schaden? Ich verstehe es nicht. Man trifft einen Gegner mit voller Kraft. Hey, es wurde mir gesagt, dass das was macht. Toll, jetzt habe ich keine Chance mehr. Super. Ja, ich bin jetzt down. Klar, ich habe einen gut bekommen, aber trotzdem 9. Das kann so echt nicht sein. Also kein Erzählen. Ich hab da so ein Halbstarker mit Brille an. Mach dich erstmal fertig. Nochmal versuchen. Ach komm, einmal können wir noch. Das ist blöd, dass die Items dann weg sind. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ja. Nein, nicht sagen. Nein! Moment. So, und dann sind wir wieder am Start. Kämpfen. Ja, ja. Mist, ich war da mit Gumbario. Bringt mir jetzt auch. Hey, Glück. Jetzt scannen wir ihn doch mal einfach mal. Das ist Kenzie Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. 70, 6. Sicher. Manchmal verfügt er eine Stampfattack mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde, wie mich. Also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Cooper steigen deine Chancen, wenn du ihn umkippst. Dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf den Beinen ist, wird er angreifen. Und ganz nebenbei, ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten? Jemand hat mir gesagt, dass er früher in Cooperheim gelebt hat. Hey. Ich hab gesagt, hä? Ich hab doch geblockt, was wollt ihr denn? Also irgendwie scheint bei dem was nicht zu stimmen. Bisschen verpackt oder so. Ja, was will ich denn jetzt machen? Oh, dort.
Ja, ist richtig. Man kann dem noch gar nicht ausweichen. Das wäre ja auch unlogisch bis sonst wohin. So hat das auch noch keinen Sinn. Ich brauch Gumbario. Mensch. Superbeben. Ja, so viel zu liegt Schalentiere flach. Ich fühle mich so unendlich verarscht. Der sieht echt stärker aus als Bowser. Um Längen. Ich hab doch geblockt. Was wollt ihr eigentlich noch? Mensch, Hallöchen. Was soll ich denn jetzt hier einsetzen? Hier erstmal ruhig, Stella. Bleib mal ruhig hier. Bloß keine Hektik. Oh, schön, nicht? Oh, schon wieder ein Gegner, der unbesiegbar ist. Naja, irgendwann schlagen wir ihn halt. Aber wahrscheinlich euch beim nächsten Mal. Dennoch, hoffentlich bis dahin. Tschüss.